Kollege aus Ihrem Umfeld war sehr viel abgelenkt von Medienrummel und Trubel, von vielen Terminen. Karin Oberhofer, fehlerfrei beim Liegenschießen, jetzt beim zweiten. Oben Kaiser Meckereinen, die Dame in Rot, die also im letzten Winter am besten war auf dieser Sprintstrecke. Schauen Sie auf die Laufzeit. Noch schneller als Daria Domracheva und doch wird sie die Zeit nicht erreichen, denn sie muss in die Runde. Das ist großartig aus Sicht der Norwegerin. Und eine kleine Überraschung, muss ich schon sagen. Kaiser Meckereinen schon mit Fehler Nummer 2 am heutigen Tag. Unverhofft kommt oft und diese Ergebnisse hier heute, die überraschen dann schon. Und Kaiser Meckereinen, obwohl sie zwei Scheiben verfehlt hat, 300 Meter extra laufen musste, hier schon wieder im Bereich der Besten, nur 12,6 Sekunden hinter der Bestleistung. Daria Domracheva sprach voller Hochachtung von ihr, von Kaiser Meckereinen, vorgestern auf der Pressekonferenz. Hier wird sie ein bisschen weit rausgetragen. Sie selbst hat erzählt, bloß noch nicht nach vorn schauen. Kaiser Meckereinen, und die kommt da schon um die Strecke, um die Kurve gewuselt. Und schauen Sie auf die Zeit, die ist geflogen auf dieser letzten Runde. Attackiert doch tatsächlich noch die Führenden. Unglaubliche Laufleistung von Kaiser Meckereinen, das werden wir gleich mal nachschauen. Das muss die schnellste in der Spur gewesen sein. Schafft Eckhoff nicht. Schafft auch Witkowa nicht, aber schafft Rang 3 nur 7,6 Sekunden zurück vor Daria Domracheva. Unglaublich, was hier heute passiert. Auch Gregory noch mit einer guten Leistung. Damit jetzt Franziska Hildebrandt ein bisschen durchgereicht worden auf momentan Rang 8. Da können wir uns jetzt schon mal auf die Verfolgung morgen freuen. Das ist unfassbar, wie eng das alles beieinander ist. Die Norwegerin Tiril Eckhoff, die ihren ersten Karrieresieg heute holt, vor Veronika Witkowa und einer sensationell laufenden Kaiser Meckereinen. Dann die Italienerin Dorothea Viere, auch noch vor Daria Domracheva, die hier als Gelbe gestartet war, als Führende in der Weltcup-Gesamtwertung.